einige Luft haben und wir zu Hause, ja, ist gut, und dann bohrt noch einer rum. Aber es gibt trotzdem Informationen. Und ich meine einfach, dass jede Praxis zwar aufgeschrieben hat, der dritte oben rechts, oder wie die ganzen Zähne bei euch so heißen, genau sich auskennt, fachlich, aber er gar keinen Hinweis darüber macht, hat er vielleicht Geld, hat er sein Haus bezahlt, hat er noch Folgekunden, seine Kinder, Enkel, ganz einfaches Beispiel gleich. Kommen wir nachher nochmal drauf. Das muss man einfach mal wissen. Oder braucht einer Aufklärungsbedarf, was mit seinen Zähnchen gleich gemacht wird. Also nicht nur Besteck richten, sondern auch Eckdaten der Kundendatei vor der Behandlung lesen. Also, ist der okay finanziell? Und dann kann man doch einfach mal sagen, Sie haben so ein schönes Lächeln, aber mit unserer neuen Behandlungsmethode können wir das noch viel, viel besser machen. Loben die Leute, etwas verkaufen. Jetzt sagt man, ja, aber wir haben so viele Kassenpatienten. Kein Problem. Nie sagen, dass ein Kassenpatient ist. Immer sagen, die normale, nicht Kasse, die normale Leistung ist hier völlig ausreichend. Vor allem, wenn Sie das mit unserem Zahnreinigungsprogramm kombinieren. Was kostet das, Zahnreinigung extra? 85 Euro. Boah, ich will das bei uns wohnen. Das ist ein hammerharter Preis. Aber für eine Stunde. Siehst du, das ist so gut. Trotzdem, müsst ihr mal eins sagen. Wenn einer da eine Brücke haben will und da noch was verklinkert und ich weiß nicht was, dann sind das ja gleich ein paar Tausend, die zusammenkommen. 85 Euro hat jeder oder 60 Euro für eine Zahnreinigung. Aber ihr könnt damit eines tun. Ihr könnt dafür sorgen, dass das Unternehmen stabiler wird, dass ihr die modernsten Geräte habt, dass ihr neue Kollegen bekommt, dass ihr jetzt Strom bezahlen könnt, dass der Chef sagt, wir machen mal eine Veranstaltung, eine Weihnachtsfeier. Das liegt alles da drin. Die Räumlichkeiten sind da, aber die Auslastung, die ist in vielen Praxen, auch in Restaurants, nicht gut. Das muss voller werden. Also macht euch mal Gedanken, was können wir bei uns noch verkaufen? Ganz wichtig, Zusatzverkäufe. Wie lange würdet ihr denn so